Ja, Thema Mindestsicherung. Ja. Ich habe das letzte Mal mit Freunden sehr viel gesprochen, an was bei uns immer mehr das Problem ist, dass nur darüber gesprochen wird, wem kann ich was wegnehmen und Neid geschürt wird. Haben Sie konkrete Vorschläge, wo Sie sagen, das ist was für eine Gesellschaft, um den Neid vorzubeugen, um das irgendwie zu reduzieren? Ist wunderbar, dass Sie das sagen. Weil wenn ich mir, schau, ich bin Ökonom, wenn ich mir das nur durchrechne, die gesamte Mindestsicherung kostet 0,8% der Sozialausgaben und die Flüchtlinge betrifft überhaupt nur 0,4%. Das heißt, im Vergleich zu unserem Sozialsystem ist das fast gar nichts. Okay. Nur die Mindestsicherung hilft zum Beispiel nicht nur Flüchtlingen, sondern im hohen Maß alleinerziehenden Frauen mit Kindern. Okay. Und das ist ein Schand in einem reichen Land wie Österreich, dass alleinerziehende Frauen und Männer mit Kindern sich in der Armutsfalle wiederfinden. Genau, ja. Und das Geld muss da sein. Es dürfen 310.000 Kinder in Armut in Österreich. Das darf es nicht geben und da muss der Staat das Geld in die Hand nehmen, dass diese Kinder anständig leben können. Und irgendwie konkreter Sie jetzt sagen, das wäre was, was man einfach gesellschaftlich in der Politik irgendwie umsetzen kann, dass eben Menschen von seinem Standpunkt kommen, das ist meins, das steht mir zu und nicht dem Bösen. Ja. Gibt es da irgendwie irgendwas, wie man das... Schau, wir müssen auch eine Geschichte viel öfter erzählen. Schaut her. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Ja. Wenn wir es richtig machen, ist Knur für alle da. Mhm. Egal, ob das ein Kind mit türkischen Eltern ist oder ein junger Bub aus der Obersteiermark, der gerade eine Familie gründet. Ja. Es ist genug für alle da. Unser Problem ist nur, eine kleine reiche Minderheit zahlt überhaupt keine Steuern. Ja. Und alle anderen arbeiten und fragen sich, wie geht es überhaupt aus? Genau, ja. Das ist eine Frage der gerechten Verteilung. Ja. Das ist unser Kernproblem. Okay. Wenn wir von oben ein bisschen was holen, dann haben wir unten mehr. Mhm. Es ist genug für alle da.